Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Jigs of Time, immer noch hier in der letzten Festung von Grundhilda bzw. Ganon und ja, im letzten Part sind wir leider gestorben. Das war richtig nervig. Das hat mich richtig genervt. Jetzt bin ich gerade am überlegen, wie wir da am besten hochkommen. Mal gucken. Ja, wir dürfen aktuell halt alles nochmal machen. Kann ich hier zufällig irgendwie einen Jump machen? Nee, das geht nicht. Was haben wir hier hinten für Aufzeichnungen? Auch nichts weiter Wichtiges. Können wir vielleicht über einen Sessel irgendwie... Guck mal, das könnte funktionieren. Dass ich hier über einen Sessel irgendwie nach da oben komme. Jo, geil. Da sind wir schon mal hier oben. Dann haben wir hier einen James. Bist du irgendwie wichtig, mein Freund? Der kommt auf jeden Fall öfter vor, ne? Dieser James. So, wir können auf jeden Fall auch von der Seite hier irgendwie... Oh nein. So, da liegt Breath of the Wild für die Wii U. Den haben wir weggefetzt. Was haben wir hier noch drin? Ein Mumbo-Schädel. Okay, war da nicht wichtig. Und dann fliegen wir nochmal hier rüber. Und gucken uns die andere Seite an. Ja, ich bin zutiefst gekränkt. Nein, ich bin noch gekränkter jetzt. Dass wir im letzten Part gestorben sind, das ist so traurig. Mann, wir haben alles so gut eingesammelt. Es war eigentlich so kurz vor Vollendung der Noten und vor Vollendung der Jigges, der Jinjos. Der Jigges. Dann hätten wir auf jeden Fall den ganzen Quatsch hier nicht mehr machen müssen. Aber vielleicht spiele ich es auch falsch. Shit. Vielleicht sollte ich irgendwie erst normalerweise die ganzen Puzzleteile sammeln. Und wenn ich die Puzzleteile alle habe, mich dann auf die Noten und Jinjos konzentrieren. Vielleicht ist das die richtige Variante. So. Okay, jetzt muss ich hier irgendwie mit Eiern runterschießen. Da drüben ist ein Puzzleteil. Ich habe es gerade schon durchschimmern sehen. Treffe ich nicht. Ich meine, ich könnte jetzt auch mit einer goldenen Feder runterspringen. Aber das will ich eigentlich nicht. Hä? Warum? Jetzt. Okay. Da haben wir den ersten. Ich will meine goldenen Federn sparen. So, das. War auch kein Treffer. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt. Komm schon. So, ja und jetzt? Hä? Ah, guck mal da. Ich verstehe. So. Zack, weg damit. Weg damit. Und Puzzleteil her. Bam, Alter. Dim, dim. Dülüdüdüm. Nummer 7. Ja, eins kriegen wir noch von den Jinjos, ne? Sind wir bei 8. Also eigentlich fehlen nur noch 2 Puzzleteile, dann sind wir hier durch. Und die ganzen Jinjos müssen wir halt noch einsammeln. Und die ganzen Noten wieder. Traurigerweise. Ansonsten, wir wären eigentlich schon durch. Guck mal, hier sind auch noch Noten. Den fetzen wir ja auch nochmal schnell weg. So. In dem Abschnitt hier waren wir auch noch nicht drin, ne? Mal gucken, was wir hier Schönes finden. Okay, hier sind auch nochmal Noten. Wir hätten es einfach geschafft, ganz ehrlich. Ich hätte nicht als Eisbecher nochmal dahin gehen sollen. Dann wären wir durch gewesen. Dann hätten wir es einfach schon erledigt hier. So, ich glaube, wir haben auch einen Tipp bekommen, dass im Bedroom irgendwo ein Geheimnis ist, ne? Irgendwie haben wir da auch einen Tipp bekommen.
von der guten Fee. Dementsprechend komm ich hier hoch? Jo, geil. Was ist das, Alter? Holy moly. So, warte mal, komm ich hier irgendwo? Da oben sind auf jeden Fall Noten. Ach, da sitzt ja einer. Das ist einfach er aus dem Waldtempel, oder? Der seinen Sohn verlassen hat. Was bist du eigentlich für ein Arsch? Boogie? How did you get here? Boogie was my father. My father's name. I'm his son, Groggy. Was? You look different. Alder and feather are the words I'd use. Ach, der ist durch die Zeit gereist, um seinen Vater zu finden. Warte, ich hab ihn niemals gefunden. Oh nein! Was? Er hat unter seinem Bett ein Jiggy? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich noch mehr verwirrt als vorher. Okay, wir haben hier Eier. Oh Gott. Das kann gefährlich werden, ne? Hier. Okay, so kommen wir erstmal hier hoch. Ja, das wären die letzten 5 Noten einfach gewesen. Mann, wie traurig ist das? Okay, hier muss irgendwo auf jeden Fall noch ein Puzzleteil zu finden sein. Ich bin mir fast sicher. So. Zack. Wir müssen uns, glaube ich, den Tipp da nochmal anhören. Ich meine, wir müssen eh nochmal zu der Fee. Okay, da kommt nichts bei rum. Weiß nicht, ob es hier irgendwo ein Loch gibt, irgendwo um das Bett. Dass man da vielleicht mit dem Eisbecher hinkommt, aber ich sehe eigentlich auch nichts. Mann, jetzt hängen wir hier irgendwie noch ein bisschen fest. Hier gibt es bestimmt noch ein Puzzleteil irgendwo. 100 pro. Jetzt kann ich nicht mal mit dem reden, shit. Was hat denn der da für eine Mütze? Guck mal. Geh. Unter Arme. Oh Mann. Oder ist das jetzt sein Bett? Er hat ein Puzzleteil unter seinem Bett? Oder wie kann ich das verstehen? So. Da passiert überall nichts. Hier haben wir noch einen Teppich. Der sieht auch nicht so besonders aus. Ich kann aufs Bett drauf. Dann noch hier oben. Ja, hier oben wird's buggy. Ist jetzt auch nicht wirklich was. Was ist mit dem Schrank? Hier rein kann ich auch nicht. Okay, also irgendwas gibt's hier bestimmt noch. Bin mir fast sicher. Aber dann müssen wir wohl oder übel nochmal zur Fee oder nochmal gucken, wie es weitergeht. Ich würde sagen, wir sammeln jetzt auf jeden Fall erstmal die restlichen Dinge noch ein. Ne, wir haben jetzt erstmal alle Räume soweit erforscht. Wie viele Puzzleteile haben wir jetzt? Few totals. Wir haben jetzt hier 7. Eigentlich fehlen noch 2 Puzzleteile. Die Frage ist, wo sind die? Wo sind die versteckt? Hier nicht. Okay, komm. Wir sammeln jetzt erstmal alles ein, was hier ist. So, hier sind auf jeden Fall auch noch ein paar Puzzleteile. Hier hat man schon ein Puzzleteil gefunden. In der Ecke. So. Der ist down. So, haben wir hier noch was? Das war's soweit erstmal hier.
Jo, rushen wir erstmal durch und sammeln die letzten Noten ein. Alles, was wir noch finden und so. Ich glaube, oben haben wir noch was vergessen, oder? Irgendwo. Ich meine, wir sind jetzt hier in den Raum noch nicht so krass vorgedrungen. Ich weiß halt nicht genau, was mir der Typ jetzt noch sagen will. So, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal rein. Leider. Wir müssen da als Eiswaffel umherrennen. Das ist echt so traurig, dass wir das nochmal machen müssen. Das war auch so gefährlich. Warte, ich bin unterwegs. Jinjo. So, zack. Zack, hier waren wir schon drinne. Da gehen wir gleich nochmal rein und machen das Level complete. Das war so eklig, das Level. Dieses Eislevel, wo der Schneemann dich abballert, was ist denn hier eigentlich? Auch nix. Hätte sein können, dass da irgendwas im Porträt versteckt ist. Wo ist denn jetzt die letzte Note? Wir haben irgendwo eine Note liegen lassen, oder? Hier. Das ist Nummer 30. So, jetzt können wir theoretisch erstmal in das Eislevel zurück. Boah, Leute, das ist so nervig, Mann. Jetzt müssen wir nochmal als Eisball um die ganze Welt hüpfen. Super nervig. Ist halt wirklich, wenn du es gewohnt bist, als Banjo umher zu jumpen, da ist es eigentlich ganz geil, ne? Weil du hast halt diesen, ich kann nochmal fliegen, Move. Und wenn du nicht gerade auf irgendwelche Punktlandungen angewiesen bist, ist es mit Banjo rumzuspringen eigentlich saugeil. Weil da springst du eigentlich immer so gut wie dahin, wo du willst. Weil du hast halt auch, ne, du kannst den machen, dann fliegst du hier und schon bist du drüben. Da musst du nicht groß drüber nachdenken. Easy. Und dann wirst du auf einmal verwandelt in so einen komischen Eiscup. Und sollst hier irgendwelche Kunststücke vollführen. Das ist eklig. Das ist einfach super eklig. So, tschüss. Okay. Wir sammeln erstmal alle Noten, die hier so offen rumliegen. Da müssen wir dann rein. Zack, die auch noch. Hier lag auch noch eine, oder? Ja. 39. Und hier drüben liegt, glaube ich, auch noch eine. So, da war ein Jinjo. Ach, shit. So, zack, zack. Ich glaube, wir haben jetzt auch die maximale Anzahl an Leben erreicht, oder? Ich glaube, mehr gibt's nicht. Also, an Leben an sich, meine ich. So, den Typen noch, dann haben wir 40 und jetzt müssen wir, glaube ich, als Eisball umher hüpfen. Bam, ba, 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 bam. So. Leider, leider müssen wir das nochmal machen. Sorry. Dülü, Mumbo, Dumbo, Rumbo, Jump. Dülülülü. Ich verstehe halt nur nicht das mit dem Bären jetzt. Der hat irgendwie gesagt, dass er ein Puzzleteil unter seinem Bett hat. Aber ist das jetzt gemeint, das Bett, was wir da jetzt gesehen haben? Oder was ist damit gemeint? Das ist halt gerade irgendwie ein bisschen komisch. Ach, diese Kamera, ne? Unglaublich. Dem, bam, ba, 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 bam. Also ich glaube, der Besen und das Krokodil waren die coolsten Verwandlungen. Weil da konntest du halt fliegen und als Krokodil konntest du dich auch wehren. Eisbecher ist jetzt schon ziemlich schlecht. So als Verwandlung, wenn man drüber nachdenkt. Weil du kannst halt nur so komisch jumpen. Und hier könnte halt... Es könnte was drinne sein, aber ich will es jetzt nicht herbeibeschwören. Ich will erst alle Jinjos finden und alle Noten, dann können wir da gerne reinhüpfen. Vorher mache ich das nicht.
So, da haben wir hier erstmal 50. Draußen müssen wir dann auch noch ein bisschen rumhüpfen und rumfliegen und das Dach besteigen und... Ach ja. Gott, was ist denn jetzt hier? Sie verarschen? Geh weg! Alter, was? Oh, mein Leben einfach, ey. Was ist das denn für eine miese Kombo? Boah, der hat mich jetzt runtergesemmelt, ey. Heilige Scheiße. Ich hatte jetzt gerade echt Angst, ich muss gleich auch mal alles machen. Ach du Kacke. Gott sei Dank leben wir noch. Okay. Das war jetzt eigentlich nicht so schwer, wenn ich ehrlich bin. Und hier gab es auch auf jeden Fall Leben. Guck hier, gibt's schön Leben. Da oben gleich, wartet. Zack. Wow. Nein! Ach Leute. Es gibt Momente in diesem Spiel, da würde ich einfach gerne meinen Controller weglegen. Mein Corolla. Mein Controller weglegen und... Ach Scheiße. Und was anderes spielen. zum Beispiel das hier auch so. Kameraführung, ey. An sich ist das Spiel saugeil. Gefällt mir echt gut, aber es gibt immer so Aspekte, da könnte ich gerade so in Jump'n'Run spielen. Das ist so schlimm. Da kommt es manchmal so auf Pixel genau an und auf ein bisschen Glück und so. Das ist sehr viel mit Frust verbunden, das Ganze. Guck mal hier, wie das rumbackt, das Ding hier, der Eisbecher. Wenn ich hier schon, weißt du, wenn ich hier laufe und dann macht der schon so einen komischen Doppeljump, kriege ich schon's Kotzen. Okay, ganz ruhig. Wir haben es vorhin schon mal geschafft, oder im letzten Part. Nein, nein, nein. Oh, gut, wir sind erstmal oben. Das ist erstmal viel wert. So, und hier gab es auf jeden Fall auch Leben. Guck mal. Da können wir uns in aller Ruhe nochmal ein bisschen Leben holen. Uns ein bisschen fit machen. Sehr schön. Da ist der Jinjo. Aber jetzt gehen wir auch erstmal noch eine Etage weiter hoch. Warte, warte, warte. Wo war das? Hier. Zack, denn hier gab es auch noch mal ein paar Noten. Ach ja. Ach man, ich hab's vergessen. Shit. Naja. Nicht zu übermütig werden, ne? So, das hatte alles so gut geklappt beim ersten Mal. Und dann das. Ach, hier gab es ja gar keine Noten mehr. Stimmt, hier gab es nur das Leben. Hier waren Puzzleteile und das Leben. Die letzten Noten sind dann hier. So, zack. Und der Jinjo. Gut, den Hammer. Fehlt nur noch ein Jinjo auf jeden Fall. Und ich kann mich jetzt auch erstmal wieder zurückverwandeln, glaube ich. Warte mal, das nehmen wir noch mit, das Leben. Da sind wir wieder, ja, wir haben zumindest 5 Leben. Ich glaube, so haben wir mal angefangen, oder? Mit 5 Leben. Hilfe. Ich glaube, mit 5 Leben haben wir mal angefangen. Jetzt verwandeln wir uns zurück, Leute. Und dann können wir im nächsten Part noch den einen Jinjo holen, wo immer der auch war. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. War der im Schloss? Ich glaube, der war in der Zelle da irgendwo, ne? Da müssen wir, glaube ich, hinfliegen. Ja... So ganz düster habe ich das in Erinnerung. Der blöde Schneemann, ey. Gott sei Dank hat der mich noch nicht einmal erwischt. Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht auch noch irgendwas hat. Der Schneemann.
Vielleicht können wir den irgendwie angreifen. Müssen wir mal gucken. So. Der Schneemann und das Bett, das Loch, was wir da unterm Eis gesehen haben, das könnte auch potenziell vielleicht was sein. Alles so Sachen, ne, die möglich sind. Aber ja, Leute, ich denke, es neigt sich langsam dem Ende zu. Ich bin mir fast sicher, dass wir hier jetzt aktuell im letzten Level sind, weil dann haben wir auch 100 Puzzleteile. Und 900 Noten, wenn wir das hier abschließen. Und dann müssen wir ja theoretisch noch gegen Grunthilda kämpfen. So, ich hole mir jetzt wieder nochmal ein bisschen, ne, ein bisschen Leben. Dim, 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 dim. Da sind wir zumindest erstmal wieder normal sterblich voll. So, jetzt tauchen wir erstmal wieder durch die Kloake zurück. Also ja, ich könnte mir vorstellen, der hat irgendwas. Warte mal, das hole ich mir noch schnell. Boah, war das knapp. Okay, Leute. Ich würde sagen, im nächsten Part geht's dann weiter. Dann gucken wir uns nochmal ein bisschen genauer um. Und sammeln auf jeden Fall die letzten Noten und den letzten Jinjo ein. Damit wir dann das schon mal abgeschlossen haben und nicht nochmal umherstreifen müssen. So. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Jig is of Time. Tschüssi, Leute.